So, und die Aufzeichnung läuft. Prima. Ja, herzlich willkommen zu unserer 26. Ausgabe von unserem Growth Hacking Meetup von Hello Growth. Wir haben auch dieses Mal ganz, ganz viele neue Leute dabei. Deswegen sage ich es kurz, wer ich bin, was wir machen. Mein Name ist Thomas Herzberger. Thomas ohne H, wohlgemerkt. Ich mache digitales Marketing seit nunmehr 15 Jahren. Oder fast 16 tatsächlich schon und bin gemeinsam mit Thorsten Strauß Co-Founder von Hello Growth. Hello Growth ist eine Beratung in Sachen Growth Marketing und Growth Marketing hat es neulich jemand wunderbar auf den Punkt gebracht. Christoph, könntest du netterweise deine Kamera und deinen Ton ausschalten? Das ist jetzt nämlich sehr laut. Christoph, könntest du bitte Kamera und Ton ausschalten? Ja, kann man machen, genau. Ich suche gerade noch den richtigen Knopf dafür. Danke für den Hinweis. Okay, super. Hat also geklappt. Also, wir waren beim Thema Growth Marketing. Es hat neulich eine Kollegin von mir wunderbar auf den Punkt gebracht. Growth Marketing ist so etwas wie die Suche nach der kleinsten Schraube mit der größten Wirkung. Fand ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Sprich, wir untersuchen die Customer Journey beim Kunden und schauen tatsächlich nach, wo sind da mögliche Wachstumshebel und wie können wir diese nutzen im Sinne von, wie können wir mehr Wachstum für das Unternehmen generieren. Und Wachstum ist dann immer recht individuell. Das kann natürlich sein, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Leads. Kann aber auch sowas sein, wie mehr Nutzer auf der Webseite, wie mehr Bewerber oder auch einfach wie mehr, keine Ahnung, Nutzer eines Intranets zum Beispiel. Und ein wichtiges Thema ist auch jetzt mehr geworden in den letzten Monaten LinkedIn, weil wir natürlich alle merken, uns fehlt das ganze Networking, uns fehlen die Messen, uns fehlen die Konferenzen, bis auf wenige Ausnahmen. Und deswegen gehen immer mehr Leute auf LinkedIn. Es ist vor allem auch immer mehr Aktivität da. Und auch LinkedIn-Beratung ist deswegen für unsere Kunden in den letzten Monaten immer wichtiger geworden und wird es wohl auch werden. Apropos LinkedIn, vernetzt euch gerne mit uns. Ihr findet mich unter Thomas Herzberger, Thomas ohne H. Und unsere Company unter Real Hello Growth. Ja, soweit ganz kurz zu uns. Wir machen natürlich auch diese Meetups hier regelmäßig, sprich ungefähr alle 2 Wochen. Mit der Ausnahme, dass das nächste Meetup schon wieder nächste Woche ist. Da sage ich gleich im Anschluss noch was dazu. Da bin ich auch wieder einen ganz hervorragenden Gast. Genau. Heute aber ist unser Gast sozusagen derjenige, der das Thema Growth Marketing in Deutschland salonfähig gemacht hat, möchte ich sagen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wir kennen uns jetzt ziemlich genau seit... War vorher was Schmutziges, ne? Eine Nische war ein kleines, haben wir nur über Foren drüber getuschelt, sozusagen. Okay. Nein, wir haben uns mittlerweile vor 3 Jahren kennengelernt bei dem Growth Marketing Summit, deren Veranstalter, Initiator er natürlich ist. Und wer den Growth Marketing Summit noch nicht kennt, der möge das bitte schon nichts nachholen. Das ist nämlich eine großartige Veranstaltung, die einmal im Jahr in Frankfurt stattfindet. Und wo schon Speaker waren wie Eric Ries, Morgan Brown oder Gary Vaynerchuk. Darüber hinaus ist er CEO von Konversationskraft und Deutschlands führende Beratung im Bereich Conversion Optimization, kann man sagen. Jetzt bin ich aber geschmeichelt. Jetzt hast du ich bin noch gar nicht fertig. Jetzt, du machst mir mein Intro kaputt. Ich bin noch gar nicht fertig, Mensch. Sorry. Ja. Die halbe Nacht. Gefällt mir, mach weiter. Ja. Genau. Du bist international gefragter Speaker, Redner, Vortragsredner, Dozent bei Conversion XL und mehrfacher Buchautor, unter anderem von diesem Buch, ist, glaube ich, dein aktuellstes, die digitale Wachstumsstrategie. Und heute ist er hier, ich freue mich sehr, spricht über Konsumpsychologie und erklärt uns, warum Menschen online einkaufen oder sie es leider auch nicht tun. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Liebe Leute, André Morris ist heute bei uns. André. Cool, danke. Ja, also, ja, danke für dieses Intro. Jetzt bin ich in Ehrfurcht erstarrt. Also, du hast ein paar schöne und auch wichtige Dinge genannt. Hat das, was ich jetzt gleich erzähle, was mit Customer Journey zu tun und mit Wachstumshebeln. Ich starte am besten mal direkt rein, gebe mal meinen Bildschirm frei. Vom Timing her sind wir, glaube ich, perfekt. Es ist ja Black Friday Woche.
Und ich denke mal, wer sich jetzt noch nicht, gerade im B2C-Bereich, noch nicht mit dem Thema Konsumentenpsychologie beschäftigt, der sollte das doch dringend tun. Denn das ist ja eines der wenigen Dinge, die uns Corona nicht weggenommen hat. Wir können auch online shoppen. Gott sei Dank. Genau. Ja, und zu verstehen, was wir da tun, warum wir das tun, fällt uns vielleicht auch gar nicht so schwer, je nachdem, wie reflektiert wir so sind. Ich lasse mal meinen Bildschirm hier so in dem Modus. Ich glaube, das Zoom filtert sich selbst raus. Ne? Ihr seht jetzt hier nur meine Google-Slides, oder? Ja, aber nicht im Vollbildmodus, falls du das möchtest. Nee. Ja, ich glaube, wenn ich Vollbild mache, dann, ja, ich kann das auch machen. Jetzt. Ah, doch, das bleibt. Jetzt ist super. Super. Hexenzeug hier. Witchcraft. Super. ja, genau. Also ich möchte euch ein bisschen was erzählen über das Thema Konsumpsychologie. Ich glaube, das war so 2009 oder 2010 war ich auf der ersten Conversion Conference in San Jose und da war ein kluger Typ namens BJ Fogg. Ich habe mich immer gefragt, was ist BJ für ein Vorname? Also wie heißt der wirklich? Ich finde es ein bisschen ungeschickt, aber BJ Fogg ist eigentlich einer der vorreitenden Psychologen in Stanford, der sich mit dem mit digitalen Themen, Mensch-Maschine, Schnittstellen und so weiter beschäftigt. Er hat einen eigenen Bereich zum Thema Credibility-Based Webdesign als Forschung aufgebaut und ich fand das immer wahnsinnig spannend. Ich habe dem zugehört und habe schnell gemerkt, Mensch, was wir machen, es war so einer der Aha-Momente in meinem Leben, ist, eigentlich optimieren wir ja gar keine Websites, sondern wir verändern das Verhalten von Konsumenten. Und das, was dann als Outcome messbar ist von dieser Verhaltensänderung, das ist dann letztlich Wachstum. So. Und seitdem haben wir das stark vorangetrieben. Wir machen das primär für mittlere bis große Unternehmen, die das als wichtigen Baustein in ihrer Transformation sehen. Also die verstehen Kundenzentrierung, datengetriebene Entscheidungen, experimentieren. Das sind alles wichtige Bausteine. Und ja, das ist gar nicht so leicht, das in größeren Organisationen zu verankern. Ich erzähle am Schluss auch noch ein bisschen was dazu. Also ich habe ganz viel Konsumpsychologie, aber noch eine Herzensangelegenheit, die mir einfach wichtig ist, auch mitgebracht. Ja, was ist das überhaupt, dieses Growth? Ich habe es schon angeteasert. Eigentlich verändern wir Konsumentenverhalten. Das ist die älteste Folie überhaupt, die ich habe. Die bringe ich immer mit. Die gehört zum Standard. Und die zeigt, dass wir als Experten, als Inhouse-Menschen, wir sehen eigentlich nur noch die einzelnen Komponenten. Ja, den Traffic, die Website, die wir verändern können, die Daten im Analytics-Tool. Und das ist deshalb ein Paradoxon, weil es uns wahnsinnig schwer fällt, die Wahrheit im Sinne von Ursache und Wirkung zu verstehen. Ja? Also Menschen nehmen das wahr, klicken und das messen wir dann. Ja? Und das wird so gern ausgeblendet. Und das ist vielleicht auch ein Teil der Herausforderung in großen Organisationen. Je größer eine Organisation ist, desto mehr versucht sie über Prozesse replizierbaren Erfolg durch Standards herzustellen. Und das menschliche Verhalten ist einfach nicht operationalisierbar. Das ist eine Riesenherausforderung. Ja? Das ist so komplex, wir verstehen es ja selbst nicht. Wie kann ich das jetzt in Prozesse packen? Und dazu möchte ich was erzählen. Und ich finde es immer witzig, dass auf manchen Konferenzen, da wird über Geschäftsmodelle und Disruption gesprochen und vielleicht auch über Growth Hacking. Und aus der Perspektive eines traditionellen Taxiunternehmens ist Uber deshalb so erfolgreich, weil sie digital sind, weil sie irgendwas mit Apps und Datenbanken machen. Aber das stimmt nicht. Wenn ihr das, was ich eben sagte, anwendet, dann wird euch klar, dass Uber eigentlich das Business hat, Verhalten zu ändern. Also von der klassischen Variante, ich rufe an der Taxizentrale an oder ich stehe am Straßenrand und winke und bin frustriert, hinzu, ich lade mir eine App und installiere die. Also wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also es ist eine massive Verhaltensänderung. Und Uber hat das sehr früh erkannt und hat die sogenannten Uber Labs ins Leben gerufen. Ich kann das auch nur empfehlen, auf Medium bloggen die auch sehr transparent darüber, was sie machen, wie sie Behavioral Economics einsetzen, um Konsumenten letztlich Entscheidungen zu erleichtern und Custom Experience zu verbessern. So. Aber
was ich eigentlich sagen will, ist, diese Hockeystick-Kurve, die entsteht natürlich nicht, wenn nicht irgendein Mensch wirklich sich entscheidet, sein Verhalten zu ändern. Und das ist ja auch das, was wir in Experimenten, in AB-Tests messen. Wenn wir irgendwas verändern und haben einen Uplift, eine veränderte Kennzahl, dann repräsentiert diese Kennzahl das veränderte Verhalten. Ja, so wie jede Kennzahl, also vor allem quantitative Daten, Analytics-Daten, AB-Test-Daten, repräsentieren immer ein Konsumentenverhalten. Das ist wie so ein Schatten. Ja? Man sieht es nicht so deutlich wie das Original, aber wenn sich sozusagen das Verhalten ändert, dann ändern sich auch die Daten. Und ich will den Fokus hinbekommen zu dem Verhalten und zu der Verhaltensänderung und was ist eigentlich das System dahinter. So, und, das ist jetzt wieder eine helle Folie. Besagter BJ Fogg hat auch das bekannte Fogg Behavior Model entwickelt. Also ich mag Modelle, die einfach sind. Das Fogg Behavior Model ist eigentlich ganz einfach. Fogg. Ich meine, Thomas lacht auch, ja. BJ als Vorname. Und dann, das ist schwierig, da. Sorry, das ist auch wertfrei. Einen Namen zu bringen, ja. Naja, ich komme auch gleich zum Anchoring-Effekt. Aber gut. Nein, ist aber wirklich ein super Typ. Aber jetzt fällt mir ein, der hat seinen Talk irgendwie in so einem Bademantel gemacht, als wäre der frisch aus seiner Hotelsuite gekommen. Naja, egal. Ja gut, mit dem Namen kannst du es erlauben, glaube ich. Der kann es sich erlauben. Der BJ, ne? Ja. Naja, was sagt dieses Modell? Ist ganz einfach. Entweder du hast die Fähigkeit, etwas zu machen. Also Dinge können schwieriger sein, dann brauchst du aber mehr Motivation. Oder Dinge können einfach sein, dann reicht auch wenig Motivation. Und letztlich brauchst du einen Trigger, um dich über diese Schwelle zu tragen. Also irgendeine Call to Action. Ne? Wenn es die nicht gibt, dann machst du das Verhalten nicht. Und das hat er schön erklärt. Und mir wurde dann auf einmal klar, okay, als Optimierer haben wir ja zwei Möglichkeiten. Wir können entweder die Ability, die ist gegeben. Ich kann jetzt Kunden trainieren, ja, How-to-Tutorials, Videos machen. Oder ich kann das Experience irgendwie vereinfachen, dann brauche ich weniger Ability, ja, so kann man das vielleicht sehen. Und so vor 10 Jahren, als das alles anfing mit AB-Testing, da war eigentlich der Fokus, ich würde sagen, 99% auf Usability und funktionale Hürden. Geht es also nur um die Idee, diese Schwelle der möglichen Ability zu senken. Und ich hatte damals den Aha-Moment, während ich ihm lauschte, Mensch, wir können ja auch die Motivation beeinflussen. Also warum nicht irgendwie die bestehende Motivation nehmen und besser verwenden, klarer machen, vielleicht sogar noch weiter aufladen. Das ist ja auch ein Wachstumshebel, den wir haben. Und daran haben wir viele Jahre lang geforscht. Wir konnten letztlich auch beweisen, dass das Steigern der Motivation in Experimenten tatsächlich ein deutlich größerer Hebel ist, einfach weil der hier, der Ability-Hebel schon ein bisschen ausgelutscht ist. Vielleicht aber auch, weil er erfordert, dass wir uns stärker mit dem Kunden und seiner Motivation überhaupt auseinandersetzen und Dinge herausfinden im Bereich der Wirksamkeit. Also so kam das überhaupt, dass wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen. Ich habe, ich glaube, das ist dann so 9 Jahre her wahrscheinlich, einen Kollegen gebeten, den Stefan Meyer, mal alle kognitiven Verzerrungen zu sammeln. Wir haben dann schnell gelernt, okay, es gibt kognitive Verzerrungen und es gibt andere konsumpsychologische Effekte, die sind klassifiziert. André, da muss ich gleich mal einhaken. Was ist denn eine kognitive Verzerrung? Ein Cognitive Bias, ja. Eine kognitive Verzerrung ist ein irrationales Muster, was uns das Entscheiden eigentlich erleichtern soll. Also wir können nicht alle Entscheidungen komplett rational treffen. Dazu wäre viel kognitive Kapazität nötig, die haben wir gar nicht. Eine der bekanntesten kognitiven Verzerrungen aus der Verhaltensökonomie ist die sogenannte Loss Aversion. Also da kann man wirklich über Experimente nachweisen, dass die Aussicht, etwas für 10 Euro zu gewinnen, das hat so eine gewisse Motivation, die sich dadurch steigert. Und die Angst, 10 Euro zu verlieren, die hat in die andere Richtung ebenfalls einen, sag ich mal, gewissen motivatorischen Wert. Loss Aversion heißt einfach nur, dass 10 Euro zu verlieren mehr als doppelt so schwer wiegt, als die Chance, 10 Euro zu gewinnen. Ja, das ist eine typische kognitive Verzerrung, auf deren Basis viele Menschen eben im täglichen Leben Entscheidungen treffen. Ja, also eins von diesen Dingen, wir tun Dinge oder lassen Dinge, obwohl wir es uns gar nicht bewusst machen, warum wir sie eigentlich tun.
Ganz genau. Eine andere, also die Loss Aversion, wer Kahneman Thinking Fast and Slow kennt oder gelesen hat, sich damit beschäftigt hat, weiß, dass der liebe Herr Kahneman dafür einen Nobelpreis bekommen hat, Wirtschaftsnobelpreis, dass er das rausgefunden hat. Schon viel früher haben sehr viele Sozialpsychologen schon in den 70er Jahren sehr viele Dinge dazu erforscht und rausgefunden. Also das hat jetzt, glaube ich, einfach nur so Momentum bekommen in der Forschung. Oder, reicht das soweit als Erklärung? Ich zeige ja gleich ein paar Prinzipien. Also von meiner Seite aus schon. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie jetzt gerne im Chat. Wir beantworten sie auch gerne noch anschließend. Mein lieber Kollege, der Thorsten, ist auch da und wird euch auch unterwegs schon mal mit Links und Tipps und Antworten auf jeden Fall auch versorgen. Genau, hier ist schon mal so ein Link. Growth Marketing Summit, du hast ja gesagt. Dan Ariely ist vielleicht so einer der bekanntesten zeitgenössischen Vertreter der Behavioral Economics und Behavioral Sciences, ich sage jetzt mal salonfähig gemacht hat, um in deinen Worten zu sprechen. Damit meine ich, er hat das raus aus der wissenschaftlichen Nische geholt. Er hat ein Buch geschrieben, Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Das heißt auf Englisch nicht ganz so cool, Predictably Irrational. Warum war das so wahnsinnig erfolgreich? Weil er das tatsächlich alltagstauglich geschrieben hat, das Buch. Also es ist unheimlich unterhaltsam geschrieben. Es wurde einfach zu einem Bestseller. Dan Ariely ist einer der angesehensten Psychologen in diesem Bereich. So unter den Top 5, würde ich sagen. Er berät namhafte Unternehmen wie Amazon und Co. Aber was ich spannend finde bei Dan ist, das ist ein wahnsinnig netter Kerl. Ich hatte jetzt ein paar Calls mit ihm, weil er Speaker ja ist bei uns auf dem Summit. Und der ist total sympathisch und erzählt so nebenbei, wie er in einem Verkehrsplanungsprojekt in Shanghai berät, weil die Behavioral Economics nutzen, um da ganz große Verkehrsprobleme zum Beispiel zu lösen. Und das finde ich unheimlich spannend, dass jemand diese Prinzipien im Alltag in so großem Maßstab einsetzt, wirklich eine ganz große Nummer ist und trotzdem total nett geblieben ist. Also super Typ. Und Dan Ariely hat dieses Modell ein bisschen verfeinert und nochmal anders dargestellt und sagt, lass mal jetzt den Trigger weg. Eigentlich können wir es doch dekonstruieren in zwei Faktoren. Fuel und Friction. Also Fuel ist all das, was uns antreibt, was die Motivation steigert, und Friction ist all das, was die Motivation senkt. Und wenn wir dieses Modell nehmen und verstehen, dass alles, was Menschen kaufen, ja, der Zeitpunkt des Kaufens ist so unser ultimatives Ziel, aber die Reise der Menschen, bevor sie etwas kaufen, die beginnt schon viel, viel früher, ja, die Customer Journey. Und im Rahmen dieser Customer Journey spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die dafür sorgen, dass es, sag ich mal, verschiedene Phasen gibt. Also bin ich mir überhaupt dessen bewusst, dass ich ein Problem habe, was ich lösen muss? Kenne ich die Lösung? Kenne ich Produkte? Kenne ich das richtige Produkt? Kaufe ich das denn letztlich? So, um mal die Journey ganz grob abzukürzen. In jeder Phase dieser Journey ist wichtig zu verstehen, dass andere Prinzipien relevant werden. So, und das habe ich jetzt mal versucht, hier so darzustellen. Für Unternehmen wenden wir diese Frameworks an, in einer ganz einfachen Abfolge. Also A, verstehe überhaupt erstmal die Customer Journey und die Bedarfe der Kunden in den Phasen, und dann vergleiche dieses Idealbild mit dem Customer Experience, was du als Organisation bietest. Dann siehst du ganz viele Deltas. Und die kannst du direkt überführen in Business Goals. Jede dieser Phasen ist in Form irgendeiner Metrik nutzbar, und an der Stelle prallen sozusagen schon Geschäftsmodell und Kundenrealität aufeinander. Und wenn du das kennst, diese Gaps und was die wert sind, dann kannst du ableiten, wo du überhaupt Optimierungshebel hast. Und wenn du die kennst, wir nennen die Testfelder, weil wir das eben quantitativ mit AB-Tests dann jedes Feld beackern, könnte man sagen, dann kommt die eigentliche Aufgabe, das zu validieren. Und da zeigt sich schon ein Riesenproblem, was meiner Meinung nach ganz viele Optimierer als Fehler machen, ist, sie starten direkt in die Analyse der Website. Also sie sagen, ich gucke mir mal eine Website an und überlege, was da falsch sein könnte.
Und ich habe seit Jahren versucht, immer solche Anfragen bei Konferenzen abzulehnen für irgendwelche Live-Sessions. Das gibt es immer auf jeder Konferenz. Also sag mal als Experte, was an dieser Website scheiße ist. Und ich habe mich immer geweigert, weil ich sage, ich kenne weder die Kunden, noch die Kennzahlen, noch die Geschäftsmodelle, noch deren Präferenzen. Wenn ich jetzt hier stehe und sage, was falsch ist an dieser Seite, mache ich mich doch total unglaubwürdig. Wie kann ich das denn? Das ist ja, also damit zeige ich ja, dass mir selbst die Demut fehlt, wirklich kundenzentriert zu arbeiten. Ja. So habe ich diese Show immer anderen überlassen. Aber egal. Gut, also das ist das Vorgehen. Großer Fehler, wie gesagt, hier starten sollte man nicht tun. Man sollte hier ganz vorne starten. Ich finde, wirklich kundenzentrierte Organisationen erkennt man daran, dass sie ganz lange über Kundenbedarfe, die Customer Journey, die Aha-Momente, die Fuels and Frictions wegen mir sprechen. Alleine schon das Wort aus agilen Methoden spreche, kann ich verstehen, was Product Discovery ist, aber eigentlich ist es ein Unwort. Es ist schon wieder so produktfokussiert und unternehmensfokussiert und der Fokus auf das eigene Produkt und das eigene Unternehmen ist so ein Hemmschuh für viele Organisationen. Warum nennst du es nicht Customer Discovery, ja, oder Consumer Discovery oder Customer Experience Discovery, wegen mir wäre noch ein Stück näher dran. Und dann kannst du Dinge ableiten, die kannst du in dein Produkt dann einbauen, ja, aber du musst überhaupt nicht dein Produkt entdecken, du musst endlich mal deinen Kunden entdecken. Und ja, das ist bei den meisten Unternehmen ja tatsächlich schwierig, da zu sagen, wir gehen diesen Schritt nach draußen im Prinzip, wir fragen, ja, wir laden die dazu ein und wir schauen eben nach, was die Leute wirklich beschäftigt. Ich habe das auch am eigenen Leib leider schon oft festgestellt. Das ist eigentlich, ja, mehr eine mentale Hürde, die irgendwie aber eine ganze Organisation umfasst, diesen Mut nicht zu haben, mit Kunden dann aktiv zu arbeiten. Das heißt Mut auf die Straße zu gehen. Hast du Angst, dass es regnet? Also ja, mit Leuten reden ist immer, erfordert immer Mut. Ja. Also ich bin froh, dass es viele Dinge gibt, die auch was die Forschung angeht, in diese Richtung gehen. Forrester sagt mit Insights-Driven Businesses, das sind konzentrierte Unternehmen, die Ideen aus genau so einer Forschung generieren und quantitativ validieren. Die wachsen 8-mal schneller als traditionelle Unternehmen. Clay Christensen kennen vielleicht einige, gilt als Begründer des Begriffs Disruption, disruptive Strategien, ist Autor von The Innovator's Dilemma und tatsächlich auch Schöpfer der Jobs-to-be-done-Methodik. Ja, und das sind ganz große Management-Gurus, die sagen, Leute, geht auf die Straße. Job-to-be-done ist eigentlich ein Framework, um kundenzentriert Strategien zu entwickeln für Unternehmen. Und deshalb finde ich es unheimlich spannend. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren, seit es das gibt, fast mit der Job-to-be-done-Methodik und dem Framework von Clay Christensen, weil er viele Dinge, die wir schon immer so erkannt haben, in diesem Modell verankert hat. Zum Beispiel, dass Produkte nicht nur funktionale Outcomes haben, sondern auch soziale Outcomes. Ich erinnere mich, ich habe immer so eine Folie dabei gehabt mit einem BMW M5 und habe eigentlich gefragt, was ist der Job to be done dieses Autos? Das kostet 160.000 Euro. Wofür geben die Leute das Geld aus? Und die, also ich weiß jetzt nicht, ob wir BMW Fünffacher sind, aber ich sage, es ist ein Social Outcome und kein funktionaler Outcome. Aber das wird ein Kunde nicht so offen zugeben wahrscheinlich. Aber was würdest du zu der These sagen, dass eine der wichtigsten Trigger für uns unser Ansehen ist in unseren sozialen Umfeldern, sei es beruflich, ja, sei es geschäftlich, sei es unsere Freunde. Unterschreibe ich sofort. Ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb Luxusgüter und Marken einfach so eine hohe Profitabilität haben, weil die Menschen kaufen sich damit Anerkennung, nichts anderes. Das ist eine Kompensation eines zu geringen Selbstwertgefühls, was wir ehrlich gesagt alle haben. Ich kenne niemanden, der frei davon ist. Und trotzdem erfüllt es so viele Menschen mit Charme, darüber zu sprechen. Ja? Ich bin froh, als Besitzer eines Teslas stecken mich viele Menschen in so eine Umweltschützer. Stimmt gar nicht. Du kaufst dir einen Tesla auch, um zu posen und die ganzen Porsches an der Ampel abzuziehen mit 3 Sekunden von 0 auf 100. Es ist ein ganz krasser emotionaler und Social Outcome, den dieses Auto erfüllt. Aber darüber redet man nicht. Ich habe den wegen dem Regenwald gekauft. Also
Nee, ich. Aber, also Tesla redet ja darüber. Also Tesla sagt ja nicht umsonst, es gibt ja diesen Ludicrous-Modus, wo du jeden mit abziehst. Also die bedienen diesen Need ja schon. Hast recht, aber auf der richtigen Ebene. Also ich glaube, sie sind sich ziemlich klar darüber, welche Jobs ihre Produkte erfüllen. Aber ich kenne eben umgekehrt ganz wenige Unternehmen, die das von sich sagen können, dass sie wissen, welche Jobs erfüllt mein Produkt. Und wenn ich diese Jobs verstehe, also das ist eine Sichtweise auf die Ebenen eines Produkts. Und dann gibt es ja die andere Sichtweise, die ich eben erklärt habe mit der Customer Journey. Und die bringe ich jetzt mal zusammen, wie das aussehen könnte. Das ist jetzt ein bisschen fingiert, ja, weil ich darf da ja nicht die echten Ergebnisse unserer Kunden zeigen. Das ist jetzt ein Mashup zwischen Mobilfunkanbieter und Autohersteller. Aber die Parallelen sind ähnlich. Auf einer Top-Level-Ebene. Also du kannst eigentlich, wenn du wirklich kundenzentriert bist, überhaupt erstmal die einzelnen Jobs in den Phasen der Customer Journey verstehen und das dann tatsächlich auch als Kundenstatement vielleicht mal formulieren. Also fang gar nicht an, eine Website zu analysieren, fang an, die Gedanken deiner Kunden zu analysieren. Ja? Also wenn es um Mobilfunkverträge und Handys geht, unheimlich komplexes Thema, wahnsinnig viele Faktoren, kein Mensch kann das rational verstehen. Also ist die Phase, in der ein Anbieter schon einen Wettbewerbsvorteil hat, indem er signifikant besser versteht, was meine Bedarfe sind als ein anderer, die ist unheimlich wichtig. Aber die finde ich nicht auf der Website, die finde ich nur im Kopf der Kunden. Ja? Ich kann also gar nicht eine Website analysieren und auf eine Optimierungsidee kommen, wenn ich diese Phase bestimmter Kunden nicht verstanden habe. Und dann kann ich mich fragen, was sind so Dinge, die wären jetzt Fuel für Kunden, die noch gar nicht wissen, was sie brauchen? Und was wäre Friction? Ne? Das ist jetzt die Anwendung von Dan Ariely für Kunden, die nicht wissen, was sie brauchen. So. Und so kann ich mich vortasten. Und Albert Einstein hat ja auch gesagt, wenn er ein Problem zu lösen hat oder die Welt zu retten hat, dann investiert er 45 Minuten in eine Analyse des Problems und nur 5 Minuten in die Lösung. Und das gilt für Optimierer, Growth-Hacker, Inhouse-Marketer, was immer ihr seid, genauso. Investiere einfach 90% deiner Zeit, das Problem zu analysieren und nicht an der Lösung rumzutweaken, sozusagen. So, und wenn du das gemacht hast, dann kannst du jetzt wirklich überlegen, was ist das Experience für bestimmte Typen. Ja, kleiner hellblauer Punkt heißt es für alle scheiße. Ich habe jetzt mal hier auch kein Ergebnis von einem Kunden reingemacht. Aber man könnte sich jetzt hier fragen, in welchen Bereichen bin ich gut, in welchen bin ich nicht so gut, und daraus ergibt sich mein Optimierungspotenzial. Und das ist jetzt die dritte Dimension. Das kann ich jetzt anwenden pro Phase, pro Job und pro Kundentyp. Und hier seht ihr jetzt Kundentypen und Phasen, und das müsste ich jetzt sozusagen eigentlich noch für die verschiedenen Jobs sozusagen iterieren. So. Und wenn ich das habe, dann kann ich anfragen, mir Gedanken zu machen, zum Beispiel, wie hilft mir ein konsumpsychologisches Prinzip oder ein Behavior Pattern. Wir haben das, glaube ich, auch vor ein paar Jahren angefangen, Behavior Pattern zu nennen. Wir sind froh, dass es andere auch so nennen inzwischen. Aber es ist eigentlich eine Vereinfachung. Das ist nicht die korrekte Bezeichnung. Also, korrekte Bezeichnung wäre kognitive Verzerrung. Wie kann ich jetzt so eine kognitive Verzerrung nutzen, um Konsumenten in einer Phase, in der frühen Phase zu helfen, dass wir ihre Bedürfnisse verstehen? Und ich zeige hier jetzt mal 10 Prinzipien, habe ich ja versprochen. Und das erste davon ist tatsächlich Mirroring. Mirroring heißt, wenn, das kennt eigentlich jeder, ich stelle auch immer gerne Leute ein, die selbst mal im Verkauf gearbeitet haben, weil jeder Verkäufer kennt Mirroring. Also wenn du spiegelst, wenn du die Situation eines Kunden spiegelst, um ihn zu verstehen. So. Dazu musst du erstmal das passende Element auf der Website haben. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch auch mal gleich konkrete AB-Tests dazu, wie das aussieht. So. Und typisches Problem, Unternehmen sind brand-driven, haben so eine Website hier. Und sagen, also die investieren auch wahnsinnig viel Geld, dass dieses Brand Experience und Custom Experience passt, aber einfach kein Raum dafür, den Kunden mal zu fragen, was willst du denn eigentlich? Ja, wir sind hier noch nicht mal in Konfigurator eingestiegen. Ist jetzt auch kein Case von uns, sondern von einem Partner von uns.
aber du bist noch nicht mal in Konfigurator eingestiegen. Da ergeben sich, ich glaube, 300.000 Permutationen, welches Auto wie funktioniert. Und alle gehen davon aus, ich weiß genau, was für ein Auto ich will. Aber das stimmt gar nicht. Dummerweise, wenn du wirklich mal so Feldforschung machst, dann merkst du, 80% der Menschen wissen das nicht. Die können dir nicht mal den Unterschied zwischen einem 1er und 2er BMW erklären. Die würden sagen, es ist vielleicht ein bisschen größer oder teurer. Also genau weiß ich es gar nicht. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Auto das richtige ist. Und das bei einer Entscheidung, die teuer ist und komplex, mit hoher Tragweite, wirst du mehr oder weniger allein gelassen. Jetzt wollen die aber, dass du in Showroom kommst. Und dann ist es natürlich klar, in dem Moment, wo du hier so eine gewisse Unterstützung, wenn du dir den Freiraum vom Brandteam erkämpft hast, hier was reinzubauen, dann kannst du sagen, finde deinen Fahrzeugtyp, soll das für eine Familie sein, brauchst du ein Kombi, bist du mehr der sportliche Typ, bist du mehr der Poser, kannst nicht sagen, hier steht for your performance, ja, performance, cars for performance. Und findest darüber einen Einstieg. Ich darf leider, ich zeige euch die Varianten, weil die AB-Tests waren live, also die sind eh nicht unter NDA, aber ich darf euch leider nicht sagen, was das Ergebnis war. Das war zweistellig. Aber messen an. Das gerade, wenn ich darauf zu sprechen kommen darf, das ist gerade so ein schöner Nebensatz das eingeschoben, wenn das Brandteam einlässt. Mhm. Und tatsächlich ist doch häufig so, dass du gerade in Unternehmen, wo du so eine starke Marke hast, wie jetzt bei Automarken, mhm, also emotionales Produkt hast, dass du dann eine, das ist ja keine Seite, wo du das einkaufst. Du hast ja eine Experience tatsächlich, wo das Markengefühl mit übertragen werden soll, Emotionen vermittelt werden sollen. So was Banales wie jetzt die Ausstattung und der Preis, das ist ja lächerlich. Was soll denn das auf so einer Seite? Also sprich, das ist ja auch intern extrem schwierig, diese Waage zu finden zwischen der Kraft der Marke, finde ich, und der vernünftigen Entscheidung, der Optimierung hinsichtlich eines, in dem Fall eines Kaufs oder einer Probefahrt, oder? Ja, also meine Argumentation ist immer, experimentieren und AB-Tests ist ja wie ein Sicherheitsnetz. Wir wollen das ja nicht direkt umsetzen. Wir wollen nur mal ausprobieren, was passiert. Und es geht um Business-Metriken. Und natürlich tun sich viele Organisationen schwer, diesen Trade-off gut hinzukriegen. Aber du kannst ja alles messen. Und wenn du Daten gemessen hast, weißt du danach mehr und dann kannst du dich ja entscheiden. Lieber was wissen und sich dann entscheiden, als nichts machen und nichts entscheiden. So, da, vor die Wahl muss man vielleicht die Stakeholder stellen, wenn man in so einer Starre ist. Aber das ist genau mein Herzensthema. Da komme ich am Schluss nochmal drauf, was man machen kann. Das also auch für alle hier, die jetzt zuhören und zuschauen, auch intern zur Argumentation nochmal zu sagen, ich nehme das auch für mich mit. Wir machen hier keine Experimente, wir machen einen Sicherheitsnetz-Test. Mhm, genau. So, und kommen wir gleich zum zweiten Pattern, was man nutzen kann in einer weiteren Phase der Kundenentscheidung, Anchoring. Also man darf nicht vergessen, und das muss man vielleicht auch einfach mal erforschen, was sind bestimmte Anker bezüglich Features und Requirements, die Kunden im Kopf haben. Wenn ich eine Waschmaschine suche, dann weiß ich schon grob, ich will eine mit so und so viel Liter Fassungsvermögen. Ich weiß, soll der hier Toploader oder Frontloader sein? Energieeffizienz weiß ich vielleicht noch. Und ich habe vielleicht auch gelernt, Mensch, 1400 Umdrehungen beim Schleudern sind besser als 1200, also kenne ich da auch noch eine Kennzahl. Und es ist gut zu wissen, was für Kennzahlen die Leute im Kopf haben. Und das ist eigentlich ein schönes Experiment hier, weil wir da gemerkt haben, hier wurde so eine Kennzahl schon gesetzt, Internetanschluss 100 Mbit, und dann wurde das Versprochene nicht geliefert. Ja? Also ihr seht hier eine Tabelle, da war der Fold je nach Auflösung hier schon am Kopf der Tabelle oder ein bisschen weiter unten. Aber die 100 Mbit-Angebot, das haben nur ein Bruchteil der Leute gesehen. Wir haben gesagt, nee, du setzt oben den Anker auf 100 Mbit, dann musst du auch 100 Mbit liefern. So, also haben wir das ein bisschen aufgeräumt, sodass man das sieht. Und auch hier zweistellig. Gesundheit. So. Ein anderer Einsatz von Ankern ist... ich glaube, David Ogilvy hat mal gesagt, ein Rolls-Royce verkaufst du am besten auf einer Yachtshow. Das ist eigentlich Framing und ihr seht schon viele dieser kognitiven Prinzipien, die gehen so in ähnliche Richtungen. Framing heißt, ich setze was in einen Rahmen, in ein Bild, ja, und der Rolls-Royce, der wirkt natürlich günstig im Vergleich zur Yacht. Ich habe mich hier entschieden, das auch nochmal unter Anchoring laufen zu lassen,
Warum? Weil Anchoring auch oft so in so einer zeitlichen Abfolge gemeint ist im Vergleich zu Framing. Framing ist vielleicht eher, dass man das drumherum mehr zeigt, grafisch, kontextuell. Hier geht es tatsächlich auch ein bisschen um die zeitliche Abfolge. Und wir lesen alle von links nach rechts. Also merke ich hier, 70 Euro für ein Office-Produkt, okay, wird immer teurer. 700 Euro für ein Office-Produkt, ernsthaft? Das Experiment ist ein bisschen älter. Und Anchoring heißt, wir drehen das um. Wir setzen die 700 Euro als ersten Anker und sorgen nicht so für ein Gefühl wie, herrje, das wird ja immer teurer. Wie schaffe ich es, das Günstige zu kriegen? So, wir drehen das um. 700 Euro ist der Anker, wird zuerst gelesen und dann sind die Preise absteigend, indem wir die Sortierung umgedreht haben. Wenn man so clever ist und misst nicht Conversion Rate, sondern man misst tatsächlich Revenue, dann findet man raus, dass das tatsächlich besser funktioniert. Typischer Einsatz, Entscheidungsmechanismen. Wir kennen auch alle Decoy-Effekt, ja, einfach ein teureres Produkt noch mit dazustellen, nur um das zweiteuerste ein bisschen günstiger dastehen zu lassen. Das ist schon, man kann sagen, Produkt- und Pricing-Strategie. Große Beratungsunternehmen verdienen viel Geld damit, aber jetzt sind wir schon im manipulativen Bereich an der Schnittstelle zu Dark Patterns, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das ist ja auch, was viele, ich sag mal, Supermärkte machen, oder? Also auch da zu schauen, wo gucken die Leute zuerst, von welche Richtung kommst du, was siehst du zuerst, welche Preise nimmst du wahr? Für die Discount-Produkte musst du immer drei Regalfächer tiefer gucken. Ist ja mehr Aufwand, mehr Arbeit für das Gehirn. Ja, genau. Also die Leserichtung ist da auch von oben nach unten dann entsprechend, also das nutzen die. Ja. Das ist ja auch immer meine Argumentation, wenn du verstehst, wie viel Aufwand wirklich der klassische Einzelhandel in die Optimierung des Store Experiences steckt, von Laufrichtung, Anordnung der Produkte, Geruch, Musik. Also ich habe einmal so ein Live-Cooking in so einem Real-Experience-Store, da haben die Flammkuchen in der Mitte gebacken, gekocht, ja, wie auch immer. Wer den Duft von Flammkuchen kennt, weiß, dass das einer der appetitanregendsten Düfte ist. Also das muss meiner Meinung nach unter Drogenschutzgesetz eigentlich fallen. Ich bin sicher, dass alleine das Versprühen dieses Flammkuchenduft die Einkäufe an diesem Tag um einen zweistelligen Prozentbereich angehoben hat. Ja. Aber sowas, Inszenierung, Licht, Nebel, der über Gemüseregale fließt, was auch immer. Alle, da werden Spiegel, die es da gibt. Ich glaube, vieles davon kann man auch zum Beispiel für Messeauftritte benutzen. Gerade sowas wie Geruch, gerade wie Optik. Also einfach, wenn ich mehr Leute an meinem Stand haben möchte, also wenn man eine Messe mal geht, also irgendwann später mal wieder, wenn man wieder Messen haben, es ist unheimlich, welche Möglichkeit man da eigentlich hat, mit solchen Elementen zu arbeiten, um mehr Leute an die Stand zu bekommen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und davon gibt es noch viel mehr. Also vielleicht nochmal ein zweiter Teaser für den Growth Marketing Summit. Wir haben eine Speakerin von Booking.com, die ist da Principal Designer, die genau darüber was erzählt, was sie aus ihrem Leben gelernt hat, als sie noch wirklich Real-Life-Einzelhandelsverkäuferin war und wie sie das in Form von Experimenten auch bei Booking.com zum Einsatz gebracht hat. Und ein Prinzip, über das sie reden wird, ist ein Effekt, den wir von IKEA her kennen, wo in der Kassenzone auf einmal Dinge verkauft werden, die gar nichts mit IKEA zu tun haben. Also Batterien, Ersatzlampen und so weiter. Ne? Was hat das damit zu tun und wie kann man das in einem Shopping-Experience nutzen oder generell im Online-Experience? So Beispiele wird sie erklären. Und dank der guten Nachrichten zur Impfstoffforschung bin ich sehr zuversichtlich, dass der Summit im September nächsten Jahres tatsächlich stattfinden wird. Gut, aber das sind tatsächlich Beispiele, die man auch im Real Life findet. Ich hab noch eins dabei, ein Real Life Beispiel. Vielleicht auch schön zum Thema System 1 und System 2. Also wer das versteht und der rationale Teil unseres Gehirns, der will immer möglichst wenig Arbeit haben, aber dummerweise sind so Themen wie Filtern und Suchen kognitiv sehr anspruchsvoll. Wir bedienen uns einer Methodik, die heißt Nudging. Das heißt, ganz oft auch im Bereich Filter, sofern die Filter natürlich gut funktionieren, deshalb sollte man sowas unbedingt AB testen,
reicht so ein kleiner Hinweis aus, um den Leuten zu sagen, hey, komm, das hilft dir doch, mach es doch auch. Aber kein Mensch hat wirklich Lust, Filter und Facetten und so zu nutzen, weil ich muss umschalten von meinem explorativen System 1 Shopping-Modus in einen kognitiven System 2 Shopping-Modus. Und das kann man einfach unterstützen. Und hier ist jetzt mal ein Beispiel, warum ich so dafür bin, dass man all diese Prinzipien wirklich auch quantitativ über AB-Tests verprobt. Denn hier ist jetzt ein Beispiel dabei. Wir sehen jetzt eine Skala, ist ein Anbieter, der tatsächlich viele Artikel auch im Sale hat. Und wir haben gesagt, Mensch, roter Preis ist ganz nett, aber so richtig günstig wirkt es jetzt noch nicht. Und wir können tatsächlich auf impliziter Ebene mit der Preisdarstellung, auch das kennen wir aus dem Einzelhandel, eigentlich noch viel mehr machen. Und deshalb haben wir ja mal so zwei Varianten entwickelt, günstig und günstiger. Wir wissen aus der Forschung, dass inverse Preise, das kannst du eigentlich noch toppen mit Schatten und 3D, also das ist so Kickliga, dann das ist dann so Maximal-Discount. Aber da kommt dann auch wieder das Brand-Department und sagt, nee, das dürfen wir nicht machen. Aber wir dachten, hier testen wir es mal aus. Und das ist ein typisches Beispiel, nicht alles von diesen Dingern funktioniert. Ne? Auch vorne der Filtertest funktioniert manchmal nicht, weil die Filter kacke sind. Wenn du Nudge gibst auf ein Ding, was nicht funktioniert, kannst du keine guten Ergebnisse erzielen. Entweder bist du gut in Analytics und hast es gut eingerichtet, kannst es vorher rausfinden, oder du musst es halt testen. Das ist ein typisches Beispiel, warum das auch nach hinten losgehen kann, weil tatsächlich diese Variante war so signifikant schlechter als die Control, dass wir froh waren, dass wir das im AB-Test getestet haben. Also sozusagen das Maß, die Dosierung der Discount-Signale, da hat dann vielleicht das Brand-Team auch irgendwann recht, wenn sie sagen, überspann den Bogen nicht. Und es ist immer gut, wenn du Daten hast, um das zu begründen, weil tatsächlich hat diese Variante richtig, richtig performt. Also ohne, dass die 1 Euro Geld ausgeben mussten für Angebote oder so, ne? Nur Preiswahrnehmung. Ja, und dann eigentlich eins meiner Lieblingsfelder ist Inner Dialog. Wenn du die Einwände, eigentlich auch hier im klassischen Vertrieb heißt das Einwandbehandlung oder Einwandvorwegnahme. Das funktioniert natürlich nur, wenn du die typischen Einwände deiner Kunden kennst. So, und hier wieder Feld Research, wir haben herausgefunden, Kunden verstehen in dem Fall Versicherungsbeiträge nicht und die Kalkulation. Lass uns doch mal eine Decoy Call to Action so als sekundären Link einbauen. Der heißt, ich verstehe die Kalkulation nicht. Es ist leider nie live gegangen, war ein Research-Projekt. Das haben die sich nicht getraut, obwohl das signifikant besser funktioniert hat. Da ging ein Pop-up auf, was nichts anderes war als nochmal die Sammlung dieser kleinen Is, was erklärt hat, wie diese Kalkulation funktioniert. Konntest du schließen, weitermachen. Warum funktioniert das so gut? Weil die Leute die Kalkulation nicht verstehen und diese Option nicht haben, die klicken dann einfach auf Browser zu, anderes Tab, weg, zurück, noch was. Und die sind verloren. Und hier bietest du diesen Leuten eben eine Möglichkeit, diesen Einwand zu behandeln, auszuräumen und weiterzugehen. Aber es ist spannend, dass online ganz viele Unternehmen Angst haben, sagen, wir können die doch erst gar nicht auf die Idee bringen, dass man es nicht verstehen könnte. Ja. Dann haben wir was falsch gemacht, wenn das so wäre. Ja. Das ist ja schon ganz einfach. Wir kommen nochmal am Schluss zu meinem Thema. Aber genau das ist das Problem. Leute haben nicht den Mumm, sich einzugestehen, dass sie vielleicht irgendwas da noch falsch gemacht haben. Einer der häufigsten Testfelder ist Reason Why. Also wir alle reden immer über Value Propositions und was man noch machen sollte. Mein Conversion Whiteboard Nummer 13 aus dem Jahr 2017 beschäftigt sich mit dem sogenannten Conversion Footer. Warum ist es sinnvoll, Leuten gerade im Footer der Seite nochmal Gründe zu liefern, warum sie kaufen sollten? Weil jeder, der nach da unten gescrollt hat, hat sich offensichtlich noch nicht entschieden, oben auf den Kaufknopf zu klicken und der sieht auch nicht mehr deine schicke Value Proposition Leiste oben. Ganz einfaches Manöver, Value Propositions unten hinstellen, aber auch hier Achtung, du musst, André, du musst kurz sagen, was wir da sehen. Das ist relativ klein. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was der Unterschied ist. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist der untere Teil eines großen Fashion Stores. Tom Taylor haben wir auch als Case Study auf dem Summit mal gezeigt. Ohne diesen Footer, man muss dazu wissen, dem ging schon ein Experiment mit dem Footer voraus, was nicht funktioniert hat. Das hat signifikant schlechter performt. Wir haben das dann nochmal einem sogenannten Tweak unterzogen und nochmal researched. Was ist eigentlich der Grund, welche
Value Propositions wurden geklickt, welche nicht, welche passen, welche nicht, haben nochmal eine zweite Variante gemacht. Und bei der zweiten Variante haben wir hier diesen Footer eingefügt und Unterschied zu dem ersten Experiment war, also das darf ich diesmal jetzt erzählen, so detailliert, weil das eben eine Case Study war, damals auf dem Summit. Was haben wir hier gemacht? Wir haben das deutlich emotionalisiert, auch bis hin zu so Parallax-Scrolling-Effekten, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hier gebracht haben und das etwas emotionalisiert haben. Es hatte tatsächlich sozusagen mit der Emotionalisierung der Value Propositions zu tun. Und das war aber eigentlich nur dieses Element, was im Footer eingefügt wurde. Und darunter kommt dann so dieser Standard, der klassische Standard-Footer mit Zahlungsmethoden und Impressum und Co. Und hier sehen wir nochmal eine Variante, wo nur ein Element anders war. Aber das durften wir leider nicht zeigen. Deshalb zeige ich es jetzt hier auch nicht. Da geht es um Zahlungsweisen. Mehr sage ich jetzt aber nicht. Ja. Aber ihr habt doch mal ein Element eingefügt, da steht dann drin, dass der Transport sicher ist, die Zahlung sicher ist und dass man auf jeden Fall genau. Geld zurückbekommt, so ähnliches. Genau, und hier haben wir in einer Variante eine Zahlungsweise promoted, von der wir glaubten, die ist attraktiv, aber die hat tatsächlich auch wiederum signifikant schlechter performt. Am Ende haben wir gelernt, das hatte mit Erwartungsmanagement zu tun. Etwa 30% der Leute konnten diese Zahlungsweise nicht nutzen. Und das hat dann den Uplift, den wir hier generiert haben, der wurde umso mehr am Ende wieder kaputt gemacht durch Frustration, weil es dann doch nicht ging, sozusagen. Ah, okay. Aber es gab eine Variante, die trotzdem noch ein ganz klarer Gewinner war, auch hier wieder zweistellig, was uns sehr gefreut hat. Ja, gerade weil vorher so viele Experimente gezeigt haben, dass es nicht geht. Das ist vielleicht auch eine wichtige Message für alle und es zeigt, wie oft man falsch liegt. Ja? Jedes Mal, wenn wir was machen, was nicht getestet wurde, ist das Risiko, dass das was ist, was nicht funktioniert. Aber die meisten wissen es nicht, weil sie es nicht testen. Menschen, die viel Experimente machen, viele AB-Tests, die lernen, wie oft ein Experiment falsch geht und dass es manchmal an ganz kleinen Kleinigkeiten liegt. Deshalb würden wir uns nie zutrauen, einfach irgendeinen Redesign herauszuhauen von einem Shop, weil du an tausenden Stellen was kaputt fummelst und du weißt es gar nicht. Ja? Aber da komme ich später dazu, ich wiederhole mich. Ganz kurzer Einschub zur Organisation tatsächlich. Weil mir das gerade wunderbar Spaß macht und wir haben ja ein bisschen gefragt, dass wir aus der Zeit laufen. Aber für alle, die jetzt nicht noch bleiben können, wir schmeißen hier keinen raus, aber für alle, die jetzt trotzdem gleich vielleicht los müssen, eine Aufzeichnung von dem Meetup hier gibt es natürlich auch. Den Link werden wir euch posten in die LinkedIn-Gruppe auf Xing, auf Facebook und natürlich auf Meetup. Wird dann in unserem Blog auf hello-growth.de erscheinen. In wenigen Wochen, vermutlich. Soweit wir dazu kommen. Rund um Weihnachten. Gerne noch dabei. Ja, genau. Ich finde es ja auch gut, dass du Fragen stellst, Thomas. Das macht sinnvoll, aber kostet natürlich mehr Zeit. Weitere kognitive Verzerrung, Zero-Risk-Bias. Den kennen eigentlich alle, die schon mal einen Mietwagen gebucht haben. Wenn dann am Schluss am Schalter der Agent oder die Agent, wie auch immer, dich fragt, willst du jetzt nochmal hier für 10 Euro am Tag so eine Zero-Risk-Damage-Waiver-Fee nochmal dazu buchen, hast du gar keine Selbstbeteiligung und du sagst ja, dann bist du dem Zero-Risk-Bias aufgelegen. Der Zero-Risk-Bias sagt, dass Menschen bereit sind, zur kompletten Eliminierung aller Risiken deutlich mehr Geld auszugeben, als vernünftig wäre. Ja, also du hast ja mal 100 Euro rausgehauen, um 300 Euro Selbstbeteiligung wegzukriegen. Das kannst du in einem Kosten-Nutzen-Risiko ausdrücken und jetzt mal vergleichen mit dem echten Risiko, einen Unfall zu bauen. Das ist eine totale Bullshit-Investition. Aber damit erhöht die Autovermietung natürlich dramatisch ihren Deckungsbeitrag. Also das zeigt, wie wichtig es Menschen ist, Risiken auf möglichst null zu reduzieren und wie viel sie dafür tun. Und jetzt gibt es hier ein typisches Beispiel aus der Reisebranche, tatsächlich Reisen als Option zu buchen erstmal. Die wird dann erst nach 3 Tagen eingeloggt. Aber da sagen natürlich auch wieder die Konzernlenker, ja, das dürfen wir doch nicht. Das ist ja die Leute, die das machen, die haben ja 30% höhere Stornoquote. Ja, aber wenn du es so prominent machst, dann buchen 30% mehr. Ja, und dann kannst du im Kopf ausrechnen, wie viel mehr Kunden du gewonnen hast, die du vorher gar nicht nie erreicht hättest. So, mit Blick auf die Uhr, Cheering, ganz einfaches Prinzip. Du kannst Leute motivieren, indem du einfach in Micro-Interactions immer wieder sagst, dass sie was Richtiges getan haben. Vielleicht einfach nur in einer freundlichen Art, das ist jetzt noch nicht so freundlich, auch wieder Versicherungsbeispiel.
Wir haben ganz viele Beispiele aus Fashion, wo du sagst, hey, wir haben die passende Größe da, Glückwunsch, guten Style gewählt, super, jetzt bestellen und ist morgen bei dir. Also du kannst die Leute wirklich einfach auch mal ein bisschen anfeuern und ein bisschen freundlich sein und das hat einen nachweislich positiven Effekt. Ich hatte neulich eine Hotelbuchung gemacht, wunderbares kleines Hotel sobald ich auf Buchen gegangen bin, gab es so ein kleines Konfetti-Feuerwerk. So aus dem Nichts heraus. Ja. Ich dachte nur, oh, schön. Ist das süß. Geil. Richtig, ja, sehr schön. Ne? Richtig schöner emotionaler Effekt. Gutes Beispiel. Muss mir mal schicken, den Link. Ja, gerne. Genau, das sind so diese kleinen Micro-Interactions, die Menschen tatsächlich motivieren. Ein weiteres, weitere kognitive Verzerrung ist das Muster Default. Das kennt ihr. Ich wollte jetzt nicht so die Sachen bringen, die viele schon kennen. Also aus Preistabellen gibt es dann in der Mitte das eine hervorgehobene, unsere Empfehlung oder die meisten Kunden wählen. So, das ist das Nutzen, das ist der Default. Auch hier Real-Life-Shopping-Experience. Geh mal an die Apotheke, sag ich hätte gern was gegen Halsschmerzen, leg dir Apotheker 3 Präparate hin, weißt du auch nicht, was du nehmen sollst. Der wird eins davon dir ein bisschen näher ranschieben und sagen, ich empfehle Ihnen das. Das ist Default, ja. Vielleicht auch mit Autorität gepaart. Man kann es aber auch anders nutzen. Default heißt, Menschen arbeiten einfach nach gewissen Mustern und verstehen, was jetzt wichtig ist und was nicht. Und du kannst durch die grafische Anordnung auch sagen, was wichtig ist und was nicht. Beispiel Gastbestellung. Natürlich kriegt man mehr Conversions durch eine prominente Gastbestellung, aber natürlich ist das im Gesamtoutcome so viel weniger wert, weil du verdienst dein Geld halt erst im E-Commerce, vor allem bei der dritten, vierten, fünften Bestellung. Kein Account, kein Marketing-Opt-in, keine dritte, vierte, fünfte Bestellung. Das ist eine kurzfristig gedachte Bullshit-Rechnung. Also Idee, warum nicht den Gastaccount einfach mal depriorisieren und den Online-Neukunden sozusagen grafisch zum Default machen, indem wir den Rest below the fold schieben. Hat sagenhaft gut funktioniert. Ich würde ja sagen, wenn du richtig Mumm hast, dann machst du die Gastbestellung weg und testest das mal als Kohorte für ein paar Monate. Gut, das waren meine 10 Behavior Patterns. Ich weiß, jetzt habt ihr hier so einen Fundus und es ist irgendwie naheliegend, hey, lass uns das mal direkt ausprobieren, lass uns das vielleicht auch einfach einbauen. Ich will nochmal an meine Worte vom Eingang erinnern. Das, was wir hier machen, heißt, wir versuchen an den richtigen Stellen der Customer Journey, vielleicht auch, indem wir mal eine Option wegnehmen oder runter priorisieren, aber eigentlich die Entscheidung für Kunden zu erleichtern. Wir wollen ihnen durch weniger Optionen besseres Verstehen, leichtere Entscheidungen machen und damit sie in der Customer Journey wirklich nach vorne bringen. Und ich bin strikt dagegen, sowas oberflächlich einzusetzen. Also man kann es natürlich machen, aber ihr habt eben gesehen, ich habe nicht nur Beispiele dabei, die zweistellige Uplifts gebracht haben. Es gibt auch welche, die haben zweistellige Downcasts erzeugt und das will man nicht. Also nicht alles von dem macht zweistellige Uplift. Was ist da los? Wie viele Experimente sind überhaupt erfolgreich? Das kommt darauf an, wie viel du vorher investierst in diese Discovery-Phase. Also wenn du Muggelschiss testest und wenig Traffic hast, dann sind wahrscheinlich 0% erfolgreich, weil du durch oberflächliches Template-Tweaking nicht wirklich dein Kundenverhalten beeinflussen kannst und eine zu kleine Stichprobe hast, um das auch wirklich zu validieren. Hm. Also es ist Garbage in, Garbage out. Aber wenn du schon ein bisschen mutiger wirst, dann erhöhst du die Chancen auch von erfolgreichen Experimenten, aber natürlich auch das Risiko für Misserfolgreiche. Ja. Das ist das, wo ich es mit den Worten von Eric Ries halte. Du brauchst qualifizierte Hypothesen und deshalb musst du in diese Discovery-Phase wirklich investieren. Geh raus, versteh die Leute, versteh ihre Einwände, versteh ihre Probleme und dann kannst du meiner Meinung nach deine Erfolgsquote drastisch erhöhen. Wir als Dienstleister stehen immer unter massivem Druck, gute Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Unsere Erfolgsquote liegt bei tatsächlich rund 50%. Das kann man aber nicht immer vergleichen. Also Unternehmen wie Booking.com sagen, unsere Erfolgsquote ist nur 10%. Die sind nicht schlechter. Die haben einfach das Experimentieren demokratisiert und testen viel, viel mehr. Mhm. Und dann ist natürlich das Risiko groß, dass sie eben auch mal Experimente haben, die zu keinen signifikanten Ergebnissen
Und ich, man kann das nicht so vergleichen. Ja, diese Toleranz bei Fehlern ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man eben versteht, wir haben ja einen Lernprozess, den wir anstoßen. Natürlich führt da nicht jeder Test zum Erfolg, aber er ist trotzdem so viel erfolgreich, dass wir was lernen dabei und Rückschlüsse ziehen können. Genau. Und das hast du, glaube ich, auch mal so schön gesagt, dass man tatsächlich eher die großen Sachen testet, wo man wirklich einen deutlichen Unterschied messen kann, als nur jetzt die Schrift um zwei Größen zu vergrößern. Genau, wir nutzen zum Beispiel bei uns intern auch das Fork Behavior Model in der Priorisierung von Testhypothesen. Also wir haben das angewendet, weil wir dachten, wenn wir jetzt ja eigentlich Verhaltensänderungen erreichen wollen und nicht Uplift, dann müssen wir bei der Frage, welche Hypothese ist gut und welche nicht und wie priorisieren wir die, tatsächlich auch die Maßstäbe ansetzen, die es gilt, um Kundenverhalten zu verändern. Also gibt es Dinge, die haben die hohe Chance, Kundenverhalten zu verändern und welche haben nicht so eine hohe Chance. Ja. Also man kann das auf viele Wege erreichen, diese Erfolgsquote zu erhöhen. Das ist letztlich unser Handwerk, mit dem wir als Dienstleister und Berater Geld verdienen. Aber was wichtig ist, ist egal, wo ihr da steht oder was ihr macht, fangt überhaupt an, das qualitativ zu validieren. Also sollte eigentlich selbstverständlich sein, hier in einem Growth Hacking Meetup, ist es aber nicht. Schaut auf eure Organisation, wie viele Entscheidungen werden getroffen, wie viele Sprints werden deployed, wie viele Features released, ohne dass das quantitativ validiert wird. Und das ist ein riesen Scheißdreck auf gut Deutsch. Da haben Unternehmen Opportunitätskosten, die kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt mal Bildschirmfreigabe weg. Ja, das war ich. Ich dachte, du wärst fertig. Weil ich habe jetzt kaum noch ein paar Fragen von den Leuten. Nö, ich war doch nicht Frage. Oh, entschuldige. Nicht dann mehr Körper. Ich hab doch noch meine Herzensangelegenheit. Ach ja. Da trotzdem eine Frage von Daniel, weil er sie gerade gestellt hat, vollkommen berechtigt. Ja, klar. Wie geht man denn damit um, wenn man eben nicht so viel Traffic auf der eigenen Webseite hat? Wie kann ich denn trotzdem aussagekräftige Experimente starten? Ich würde sagen, dem mal ein bisschen um die Ecke denkt. Also wir nutzen für solche Fälle, haben wir unser eigenes Tool entwickelt, um quantitative Remote-Tests zu machen, indem man sich fragt, was sind die richtigen Metriken, die ich überhaupt messen kann und was ist die richtige Stelle, an der ich messen kann. Viel mehr hat man nicht. Ne? Also manchmal muss man kreativ werden, aber bislang ist es eigentlich immer gelungen. Das heißt kreativ werden? Was kann eine Lösung sein? Mal kurz in eine Kampagne investieren und mehr Traffic kurz zu sehen? Naja, klar, also wenn du mit Conversion Rate wirklich deine End-Orders meinst, kann ich das verstehen, wenn die Sample Size zu klein ist, aber dann musst du eben weiter vorne im Funnel gucken, was hast du für Metriken, die vielleicht jetzt nicht direkt in betriebswirtschaftliche Metriken übersetzbar sind, wo du aber ganz klar sagen kannst, ich teste lieber auf diese Metrik, als gar nicht zu testen. Also solche Themen, was ist relevant für meine Kunden oder nicht, die kannst du ja wunderbar auch in Form von Klickraten zum Beispiel messen. Zum Beispiel, also du musst nicht immer auf deine Order-Conversion-Rate gehen. Oder wenn ich habe ja eben Experimente gehabt, auch mit Revenue, das ist noch schwerer. Du brauchst eine noch größere Stichprobe und hast noch schärfere Anforderungen an die Statistik. Das kann nicht jeder, das stimmt. Also deshalb ist es umso bemitleidenswerter, dass gerade große Organisationen, die Stichprobe hätten, es nicht tun. Und jetzt sind wir wirklich bei meinem Herzensthema, weil unser Feind, das will ich nur noch mal sagen, ist eigentlich die Leute, die in den Unternehmen immer sagen, ich weiß eh, was am besten funktioniert. Und dummerweise werden genau diese Leute in Organisationen oft belohnt. Die sagen, brauchen wir nicht testen, wir wissen doch, was funktioniert. Wir kennen doch die Best Practice. Lass uns eine Benchmark-Analyse machen. Und deshalb sage ich, eigentlich reden wir nicht über Konsumpsychologie und wir reden auch nicht über Growth Hacking versus Conversion Rate Optimierung. Wir reden darüber, dass all das, was wir hier tun, eigentlich ein wissenschaftlicher und datengetriebener Ansatz ist, Marketing und Sales zu optimieren, der in einem krassen Widerspruch steht zu einem glaubensbasierten Ansatz. Und glaubt mir, 90% der Dampfplauderer da draußen sind Vertreter dieses Ansatzes hier links. Ich weiß doch, was funktioniert. Jedes Mal, wenn irgendein Marketer oder E-Commerce-Verantwortlicher, was auch immer sagt, wir wissen doch, was funktioniert, stirbt irgendwo ein Katzenbaby. So schaut es nämlich aus. Und ich möchte euch gerne dazu gewinnen, euch dieser Seite der Macht bewusst zu sein. Es gibt eine dunkle Seite. Und ich gehe in diesem Diagramm, ich habe es vor ein paar Tagen auf LinkedIn gepostet, ich gehe so weit, dass ich sage, das alles, was wir hier auf der linken Seite sehen, I know what works best, top-down, Hierarchie,
Macht aus Wissen, Entscheider, die wissen, was geht und was nicht. Das ist, ich nenne es Fixed Mindset at Scale. Und wenn ihr in einer Organisation sitzt, wo ihr irgendwelche dieser Symptome beobachten könnt, dann würde ich sagen, seid euch der guten Seite der Macht bewusst und wozu das hier alles führt. Weil Growth Mindset heißt, man muss auch mal sagen können, wenn man es nicht weiß, aber wenn man weiß, wie man es rausfinden kann. Und zwar durch Messen und nicht durch Behaupten. Ich kenne wirklich Leute in großen Organisationen, die behaupten Bullshit lange genug, bis er geglaubt wird. Auch eine kognitive Verzerrung, Mere Exposure Effekt. Kennen wir aber auch hier aus politischen Diskussionen, wenn wir mal über den Teich schauen. Kannst du machen. Ja. Ist dann halt Kacke, ja. Na gut, also wenn euch das alles interessiert, jetzt bin ich wirklich fertig, dann kommt vielleicht auch hier unser Growth Ambassador Programm. Wir nehmen nur ganz wenige Leute auf, aber da gibt es auch Kurse zum Thema Konsumpsychologie etc., Online-Kurse, kostenlos. Seid nicht böse, wenn ihr nicht aufgenommen werdet. Wir halten das im Moment klein, ist in der Beta-Phase, aber ihr könnt euch online bewerben. Würde mich freuen, den einen oder anderen hier wiederzusehen. So, jetzt kannst du mir den Bildschirm wegnehmen, Tor. Ja, sorry. Das war keine Absicht. Aber André, vielen, vielen Dank für deine Einsichten, für deine Erfahrung. Das fand ich, ja, hätte wegen mir auch gerne noch 2-3 Stunden weitergehen können. Habt ihr noch Fragen? Wenn, dann jetzt. Ansonsten überlegt euch das nochmal. Bis dahin frage ich nochmal, André, gibt es irgendwelche aktuellen Trends, Änderungen im Unternehmens, im Verhalten der Kunden, wo du siehst, das ist etwas, worauf Unternehmen reagieren müssen? Klar, also es gibt gerade jetzt auch durch die Pandemie, glaube ich, massive Änderungen im Kundenverhalten. Ich glaube, die Unternehmen, die sich dieser Veränderung bewusst sind, sind ganz klar im Vorteil, kann man sagen. Es gibt deutliche Veränderungen bezüglich Risikobereitschaft und Motivation durch Lust und Spaß sozusagen. Und also spricht alles dafür, das eben rauszufinden, was das ist. Ne? Also klar gibt's. Ich habe neulich mich mit einem Kollegen unterhalten, der meinte auch, dass er würde spüren, aber konnte es auch nicht nachmessen, dass die Leute ein bisschen überdrüssig sind, dieser psychologischen Trigger, dass man tatsächlich schon es Leute gibt, die das auch bewusst wahrnehmen und davon eher abgestoßen werden. Ich würde sagen, ja, wenn man Scheiße macht, ja. Also das ist vielleicht so dieser Teil der oberflächlichen Anwendung von Konsumpsychologie. Und du kannst die Kunden nachhaltig damit nicht beeindrucken oder hinterm Ofen herlocken. Also für mich war, wie hieß dieses deutsche Travel-Portal, wo der Typ dann mit seiner Cessna gegen die Wand geklatscht ist, die mit dem Kaltmund-Werbung gemacht haben. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, jedenfalls. Die haben immer versucht, Booking.com einfach oberflächlich zu kopieren, ohne das eben zu validieren und ohne eine echte Kundenzentrierung zu haben. Und du hast sofort gemerkt, dass das Verarsche ist und nicht wirklich funktioniert. Also das meine ich mit oberflächlicher Anwendung von Konsumpsychologie. Das wird nie funktionieren. Oder mal nur kurzfristig. Unister, ja, genau. Ja. Der Patrick fragt, wie kann man den Wert oder generell ein Produkt, welches man nicht sehen kann, bewerben? Zum Beispiel eine Versicherung. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben einige Kunden, die Produkte verkaufen, die überhaupt nicht auf der motivatorischen Ebene eine Rolle spielen, sondern einfach nur sogenannte Hygienefaktoren sind. Das sind Produkte, mit denen willst du nichts zu tun haben. Du hast auch keinen Bock, dich damit auseinanderzusetzen. Es muss einfach nur funktionieren, wenn es ein Problem gibt. Und solange es kein Problem gibt, willst du es auch nicht haben. Also immer, wenn es um Absicherung geht, Infrastruktur, Stromtarife, Versicherungen, das sind einfach nur Dinge, die stören, wenn du sie nicht hast. Und das ist, man muss sich dessen bewusst werden. Diese Jobs-to-be-done-Methodik ist dann noch umso wichtiger, weil man sich fragen muss, was ist der eigentliche Job hinter dem Produkt? Also Versicherung, das ist, denke ich, nichts Neues, aber wer jetzt im jungen, mittleren Alter eine Risikolebensversicherung abschließen muss, der wird wahrscheinlich von seiner Bank dazu genötigt, um seine Bankfinanzierung einfach abzusichern. Also der Job-to-be-done, der dahinter steckt, ist ein ganz anderer,
als wenn das ein Kunde aus einem anderen Segment ist. Also hinter jedem Produkt steht irgendwie so ein Job to be done. Mein Appell wäre, nutzt dieses Framework, um das zu erforschen, aber sei dir im Klaren darüber, solche Produkte haben keinerlei emotionale oder soziale Komponenten. Mhm. Danke. Das versuchen manche Versicherungen, aber es funktioniert nicht. Dann, Thorsten fragt, welcher Ansatz im Modell oder Paradigma hat sich sehr geändert in Konsumentenpsychologie in den letzten 10, 20 Jahren? Wie meinst du das? Auf welcher Ebene jetzt? Ja, so, hi, ich stelle mich gerade mal dazu. So wie damals Kahnemanns vielleicht, das ist ein guter Nobelpreis, ein bisschen hochgegriffen, ja, wo die Leute sagen, die Menschen sind rein ökonomisch orientiert, sie maximieren zum besten Outcome, stellt sich heraus, ist ja nicht so, Prospekttheorie und so weiter. Gibt es jetzt in den letzten paar Jahren irgendwas, was du gesehen hast, so wow, das Modell, das hat wirklich unsere Sichtweise auf Konsumenten, wie sie denken, wie sie vorgehen, wie man sie bemessen kann oder wie man mit ihnen umgehen kann oder wie wir darüber denken, geändert. Ja? Also gibt's, weil die meisten zeigen noch AIDA von 1901 oder 2. Ja? Was ja nicht schlimm ist. Ja, diese, ja für Management die gut. Ne? Levels of Awareness ist ja auch aus den 50er Jahren und trotzdem gut. Ne? Ja, alt ist nicht schlecht, stimmt. Aber ich wollte mal wissen, was du so gesehen hast, wo du sagst, ja, okay, das hat sich vielleicht jetzt doch bemerkbar gemacht. Bloomberg Map maybe oder so, ja, unter den Sichten. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Breakthrough ist, aber sicher auch ein hilfreiches Modell, wenn es einfach nur darum geht, also ganz andere Perspektive, Aufmerksamkeitssteuerung und was ist relevant für Menschen, ne, dass man da auf impliziter Ebene arbeitet, ist Limbic sicher ein spannendes Modell. Aber ich muss sagen, wenn es wirklich auf Behavioral Economics ist, dann finde ich schon die Modelle, das Behavioral Design Modell von Dan Ariely und dessen Operationalisierbarkeit in der Produktstrategie und Produktvermarktung. Das ist für mich persönlich ein ganz großer Breakthrough sozusagen, weil den Kahnemann, den kann ich ja lesen und dann finde ich auch vielleicht spannend und vielleicht habe ich aber auch mal Kopfschmerzen, aber ich kann schwer das übersetzen, was mache ich jetzt damit im Unternehmen. Ja, hier sitzen ja Leute, die sind eben verantwortlich für Produkte und deren Vermarktung und müssen das jetzt irgendwie operationalisieren. Und da muss ich sagen, hat mich die Arbeit von Dan Ariely am meisten inspiriert. Aber so ein richtiger Breakthrough so aus wissenschaftlicher Ebene ist mir seitdem eigentlich gar nicht bekannt. Und dich macht es nicht wahnsinnig, dass die noch AIDA benutzen, weil das wirklich so viele Aspekte und Schritte im Konsumentenkauf Prozess unterschlägt und ja. Thorsten, wenn mich Marketing-Bullshit wahnsinnig machen würde, wäre ich schon längst in der Klapse. Okay. Das finde ich gar kein schlechtes Schlusswort. also nicht nervös machen lassen. Einiger wichtiger Hinweis im Prinzip, wir treffen uns schon wieder nächste Woche am 2. Dezember. Da begrüßen wir Irene Michel in dieser wunderbaren Runde. Irene ist Expertin für Content-Strategie, Co-Autorin von Think Content. Sehr, sehr gutes Buch. Und sie wird uns beibringen, ja, wie wir erfolgreich in die operative Content-Arbeit starten können. Das gibt es am 2. Dezember, nächste Woche um 16 Uhr. Schaut bei uns in der Meetup-Gruppe vorbei, also Meetup-Gruppen. Oder eben auf LinkedIn, auf Xing, auf Facebook werdet ihr uns finden und dann auch euch eintragen können. Ja, wenn es nicht noch jetzt schnelle, dringende Fragen gibt, sieht eben nicht so aus. Ah, Irene ist auch da. Ja, schön, dass du da bist, Irene. Ich freue mich schon auf dich. Dann, André, vielen, vielen Dank. Es war mir wie immer eine große Freude, dir zuzuhören zu dürfen. Danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ganz viele Leute bedanken sich auch jetzt auch gerade. Ich fand es sehr, sehr toll. Ich denke, es war sowohl strategisch als auch operativ ein paar super Tipps dabei. Wer gerne davon mehr lesen, davon mehr lernen möchte, kauft euch entweder Andres Buch und oder kommt noch zum nächsten Jahr, meldet euch jetzt für den Summit an, den Growth Marketing Summit im September im wunderbaren Frankfurt, in der alten Oper wieder, oder, André? Ja, ja, genau. Sehr schön. Genau, das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, ist sehr, sehr toll und inspirierend. Das war's von meiner Stelle. Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören. Ja. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bleibt alle gesund und hoffentlich auf bald.